Ich brauche Bohrer. Wie kriege ich nochmal den Bohrer? Also die Bohrerfähigkeit brauche ich auf jeden Fall, um an ein Kristall zu kommen. Ich weiß gerade nicht mal, welche Kombination das war. Auf jeden Fall Stein. Stein habe ich... Ah, da ist es schon. Also Stein erkenne ich schon mal. Achso, Stein und... Ja, Stachel, okay. Weil hier hätte ich dann mit dem Bohrer durchgemusst. Oder hätte ich den Bohrer einfach durchschießen müssen. Weil mit Stachel und Stein bekomme ich die Bohrerfähigkeit, womit ich halt an dieses Kristall hätte kommen können. Stein hätte ich schon mal, aber Stachel gibt's hier nicht. Schade. Stachel muss ich woanders auftreiben. Also, okay, König Dinkerchen hilft uns wieder. Muss ich Stachel in ein anderes Level finden, aber Stein kriege ich da. So. Ach, yo. Dieses Ding sieht irgendwie ein bisschen aus wie Krankfeeder aus Mario und Luigi Superstar Saga. So vom Gesicht her. Auch wenn der Hammer da jetzt nicht zupasst, aber gut. Ah, Mist. Ich riskiere mein Kragen. Ich weiß nicht, ob das sofortiger Tod ist, wenn mich das Ding erwischt, aber ich will es nicht riskieren. Ich meine, okay, ein Leben habe ich ja wieder. Aber trotzdem sollte ich aufpassen. Weil ich wollte hier noch wenigstens halbwegs durch. Ich wollte keinen Game Over in diesem Spiel erreichen. Auch wenn ich eigentlich... Save States in diesem Spiel hätte nutzen können, um fortzusetzen, aber ich, ja, war zu faul, irgendwie Save States zu setzen, also benutze ich den Speicherstand, den ich soweit ja benutzt habe. Geht ja Gott sei Dank auch, weil wenn ich jetzt mitten in Level gewesen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall zwangsmäßig Save State nutzen sollen, aber ich meine, das ist ja Wochenendprojekt, da kann ich das ja mit den Aufnehmen so einteilen, wie ich will. Und ich werde mal gucken, wie weit ich jetzt komme und wie viel Lust ich habe zum Aufnehmen. Sowieso am Ende der nächsten Welt werde ich sowieso etwas noch vorhaben. Ich habe Stein, ach ja, stimmt. Ja, im Hintergrund sind wir auch wieder tolle Viecher. Auf jeden Fall etwas später müsste auch noch ein bekannter Gegner, nein, Gegner nicht, aber ein bekannter Kirby-Charakter auftauchen. Sofern wir ihn hier auch noch sehen werden. Irgendwo oben ist auf jeden Fall auch noch ein Kristall. Ist nur die Frage, wahrscheinlich weiterhin. Was war das nochmal? Ich glaube, das waren diese Freunde. In steingenetzte Form. Ah ja, genau. Pitch. Mit dem kann ich wenigstens schnell hier durchfliegen. Und hier ist auch nur ein Sandwich. Also auch kein Kristall. Okay. Weiter, 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 weiter. Vielleicht hier? Ne, der Kristall wird nicht so angezeigt. Das wäre ja ein bisschen auffällig. So. Zeit für Rick den Hamster. Mal hier den Weg frei zu bahnen. Okay, hier oben vielleicht? Oder ich bin dran vorbei. So. Okay, versuchen wir es mit Nago, der Katze. Aber hier im Hintergrund, hier diese Katze. Die ist auf jeden Fall in dem Spiel Kirby's Pinball Land anzutreffen, wenn man einen bestimmten Code in den Spiel eingibt. Dann kann man die Katze auf jeden Fall sehen. Diese Hexe hier weiß ich jetzt gar nicht, ob die irgendwie überhaupt in dem Kirby-Spiel war. Ich bin bestimmt an den Kristall vorbei. Egal, ich gehe weiter. Ich will keine Zeit verlieren. Nein! Warum habe ich das Elektroschwert nicht mehr? Wenn ich es brauche. Okay, Pitch. Wir müssen den Feuervogel Feuer unterm Hinter machen. Oder Nago. Mit dem tollen Dreiersprung. Yay! Okay, komm her, Vogel. Naja, dank Steinfähigkeit sind wir so gut wie unverwundbar. Halt! So, zwei... Ne, drei Treffer noch. Na, Rick springt nicht hoch genug. Eins, zwei und weg bist du. Ja, das Dumme ist nur, ich habe die Elektroschwertfähigkeit jetzt nicht. Toll! Jetzt, wo ich einen Jedi-Kirby gebraucht hätte, habe ich natürlich nicht mehr. Na toll. Also zwei Fähigkeiten, die ich in diesem Level auf jeden Fall kriegen muss. Das wäre die Bohrerfähigkeit und die ja, Schwertfähigkeit, also die Elektroschwertfähigkeit. Und für den dritten Kristall muss ich nochmal gucken, ob ich den jetzt da an der Stelle verpasst habe oder ob der erst doch noch später kommt. Erstmal müssen wir warten, bevor wir hier eingequetscht werden. Das tut nämlich weh. Also Kirby wird es auf jeden Fall wehtun, so viel steht fest. Und ich glaube, wenn man jetzt in Wirklichkeit von so etwas eingequetscht werden würde, dann ja, wäre man so gut wie tot. Ich glaube, da würde ich davon stark ausgehen, dass Kirby das auch nicht überlebt. Wow. Das wäre beinahe schief gegangen. Aber auch wirklich beinahe. Ich
Na gut, ich wäre auch sicher gewesen an der einen Stelle, wo ich eigentlich stehen bleiben wollte, aber das sah mir dann doch ein bisschen zu gefährlich aus auf der Schnelle. So, dahin bin ich auf jeden Fall auch sicher, wenn ich da jetzt hinkomme. Genau an diese Stelle, aber hier kann ich auch drunter durchrutschen. Wie ich es vorhin auch gemacht habe. Gekonnt natürlich. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hier muss ich mich ducken. Nee, Kirby ist klein genug, um sich nicht ducken zu müssen. Ha, wer hätte gedacht. Und weg hier. Gut. Ja, hier ist Elektro. Na toll, mal wieder. Na, Bumerang habe ich auch gehabt, wie ich gerade sehe. Gut, da oben ist auch Bumerang. Toll, wenn ich es nicht mehr brauche, dann... Ah, hier muss ich mich beeilen. Ah, genau, das war diese miese Stelle, weil wenn mich dieses Ding dahin erwischt, dann bin ich tot. Dann bin ich... Weil hier kann ich eingequetscht werden. Ich muss mich hier beeilen. Da kann ich wirklich keine Rücksicht nehmen, aber irgendwo ist doch dieser Kristall. An einer dieser Stellen. Auch wenn ich den Tod riskieren muss, ich brauche diesen Kristall. Deswegen werde ich jetzt mal hier hinten erstmal ausschalten. Da ist er. So, schnell hoch, Kirby. Bitte. Ja. Ich hab ihn. Dann fehlen mir nur zwei Kristalle. Was heißt nur? Zwei sind mehr. Ah! Mehr als zu viel. Okay. Ich muss einfach nur warten. Ah, scheiße. Also wenn ich jetzt nochmal so einen dummen Fehler mache, dann bin ich tot. Ah, vergiss es. Vergiss es. Mach nichts Falsches. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, ich bin am Ziel. Zwar mit nur einem Energiebalken, aber ich bin am Ziel. Und hopp. Und yes. Energie-Info-Karte. Ah, ein schönes Snack könnte ich jetzt auch gebrauchen, wie die da gerade essen. Und wir sind schon beim Boss. Okay. Ja. Och nee, nicht der. Nein, nein, nein. Ich hasse diesen Boss. Der ist sehr zeitaufwendig und sehr bescheuert. Okay, sag mir doch, dass ich noch eine Fähigkeit dabei habe. Na klasse. Also Versuch 2, würde ich sagen. Geben wir unser Bestes, denn jetzt werde ich ihn sowas von einheizen. Ah, nein, 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 nichts damit klatschen. Ich bin keine Fliege. Auch wenn du das gerne hättest, die Steine sehen ein bisschen komisch aus. Obwohl, nee, das ist normal wahrscheinlich. Autsch! Ich brauche seine Hände? Nein, kein Laser. Genau, so, Feuer! Denn sobald er mit der Hand zuschlägt, kann ich ihn Schaden machen. Er leider nicht. Wow! Gut. Jetzt muss ich erstmal wieder auf die Raketen aufpassen. Ich kann nur eine einsaugen, verdammt. Vergiss es. So. Und Doppelstein, yes. Das ist perfekt. Noch zwei Treffer. Oh, vergiss es. Ah, Daniel, du bist viel zu langsam. Ein Turbogang hast du Gott sei Dank nicht. Wurde dir Gott sei Dank nicht eingebaut. Das wäre dann nämlich ein großes Problem für Kirby. Da dann auszuweichen. So. Ein Treffer noch und dann wärst du so halb erledigt. Okay, dann gib mir noch einen Stein. Und bam! Zeit für Phase 2, denn dieser Gegner gibt sich noch nicht so leicht geschlagen. Leider. So. Okay, jetzt muss ich einfach nur... Wow. Warten, bis er meine Rakete abfeuert. Nicht nur eine, gleich vier. Und eine davon einsaugen. Oder gleich zwei. Und auf ihn zurückschleudern. Wow, ich habe ihn viel schwerer in Erinnerung, wenn ich ehrlich sein soll. Ah, unten kommt auch eine Rakete. Das kann ich einsaugen. Gut. Warum nicht gleich wieder seine eigenen Waffen zu seinen eigenen Nachteil nutzen? Ah, jetzt kommt diese Sache, wo er von oben runterkommt. Und ich ihn am besten nach hinten locken muss. So. Friss dies. Was? Ich habe ihn getroffen. Das gibt's nicht. Okay, drei Treffer sind eh noch. Vergiss es. Du schneidest mir nichts ab. Auch nicht meine wichtigsten Gliesmats. Das kannst du sowas von vergessen. So, friss. Und einmal noch, einmal noch, einmal noch. Er ist Geschichte. Ja. Wir haben ihn. Das war's mit diesem Boss. Und wir haben den Kristall. Olle. Und wir machen unsere typischen Kirby-Dance, auch wenn er normalerweise anders aussieht. Egal. Okay, wo ist der nächste oder wo sind die nächsten Kristalle? Okay, zur Erklärung, das ist der Heimatplanet von der Fee.
Und wir werden sie natürlich auf ihrem Planeten, der von Dark Matter befallen ist, begleiten. Und Dark Matter ein für alle Mal vernichten. Also auf geht's. Na Kirby, ich glaube, du sollst noch ein bisschen laufen lernen, bevor du da reingehst. Und wenigstens ist die Fee so nett und trägt ihn noch mit rein. Hoppsala. Auf geht's zum Ripple Star. Planet oder Level 6 Ripple Star. Yay! Eine tolle Welt voller... Normalerweise würde man da rundherum eigentlich noch mehr Schwarzes sehen, aber Grafik-Plugin-Emulatoren, ihr kennt ja die dummen Fehler. Da ist immer mit Fehlern zu rechnen. Na gut. Fangen wir auch mit dem ersten Level, welches noch recht friedlich aussieht in dieser Welt an. Der Planet ist komplett schwarz, aber es ist noch ein Teil über, der noch nicht schwarz ist. Wie zur Hölle geht das? Na gut. Naja, betreten wir mal das Level. Und ich denke mal, ihr werdet gleich im Verlauf des Levels einiges wiedererkennen. Ja, weil dieses Level ist nämlich ein 1:1 Abbild des allerersten Levels, was wir in diesem Spiel gesehen haben.